Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations Teil 2. Wir sind mit Barry unterwegs und sollen das Dorf durchqueren. Barry, what? There's something over there. Okay, hast du da ein Monster gesehen, Kleines? Ich habe da kein Monster gesehen. Das war alles nur verschwommen und irgendwie unheimlich. Barry, there's something over there. Right there. Don't you see it? Nein. Ich bin kein Hellseher. Warte mal. Sie kann es ja sehen, oder? Wenn sie sich duckt. Oh Mann. Warte. Das habe ich aber selbst gesehen. Aha. Oh Gott. Nimm erstmal den Stein mit. Ja, oh Leute, ich muss ein bisschen ranbleiben, also mit den Kapiteln. Es ist jetzt schon Kapitel 3 draußen seit einigen Tagen. Ja, es heilt übrigens noch ein bisschen, wundert euch nicht. Das ist jetzt die Akustik hier in der neuen Wohnung. Aber auch nicht lange, weil ich habe mir schon solche Dämmteile bestellt, so Schaumstoff. Das wird dann bald alles so sein wie früher. In meinem kleinen Kabuff in Belgien. Ah, oui, oui. War da nicht was? Ach, das war noch ein Stein, oder? Nö, auch nicht. Kleines, ach, das war der Stein. Ich würde gerne mal wissen, was du hier siehst. Das würde ich wirklich gerne. Aber irgendwie bin ich auch nicht so scharf drauf, gebe ich zu. Also jetzt noch nicht. Ich habe so trotzdem das Gefühl, es wird gleich kommen, das Ding. Warum habe ich hier keine Karte? Ich finde das echt doof. Mit Claire hatte ich immer eine Karte. Mit Claire und Moira. Kann man da rennen? Oh, tatsächlich. Nee. Da kann ich reinkrabbeln mit ihr. Ah, ich habe es mir gedacht. Oh, so ein mutiges Kind. Ganz ehrlich, ich wollte das nicht. Ich wollte da nicht reinkrabbeln. Ich mach erstmal auf. So. Papa Barry, kommst du? Eine Flasche. Was haben wir denn hier? Brief einer Dorfbewohnerin auf Russisch. An meine Liebsten. Jetzt ist es ein Jahr, seit ihr alle aufgebrochen seid, um in der Mine zu arbeiten. Jetzt ist es ein Jahr her vielleicht. Ich danke dir für deine Arbeit und natürlich bin ich auch dir dankbar, die du unsere... was? Auch ihr dankbar, die uns diese Gelegenheit gab und vor dem Ruin bewahrt hat. Du solltest nur für ein Jahr dort sein. Das war die Abmachung, aber du bist nicht zurückgekehrt. Warum? Aber nicht nur du. Freunde anderer Dorfbewohner, sie alle verschwinden und kommen nie wieder zurück. Ich höre Gerüchte. Gerüchte über Giftgas und Ungeheuer und entsetzliche Gräuel und noch viel Schlimmeres. Ich hoffe, du kommst so schnell es geht heim. Ich warte auf dich. Na, guck mal, das kann ich öffnen mit meinen kleinen Händchen. Warte. Ja, ich weiß, die Farbe, Leute. Daran erkennt man eben, ob man richtig ist. Aber ich mach's das mit der Vibration. Ja, seht mal, das war fast richtig in der Mitte. Ja. Hier. Yes. Ja, so langsam habe ich es raus, ne? So langsam habe ich das raus. Ein Smaragd mit 1000, sehr geil. Und endlich die Fischerdorfkarte. Ah. Alkohol. Auch Pulver. Wo ist denn Barry jetzt? Sag mal, der rennt immer noch da draußen gegen die Wand, oder wie? Haben wir da noch irgendwas versteckt? Nichts leuchtet mehr. Guck mal, er rennt da draußen echt gegen die Wand. Kombiniere, dann kriegen wir eine Brandflasche und dann kriegen wir hier eine Rauchflasche, ne? Nee, dann lieber Brand. Schanbrand. So, die geben wir ihm und das geben wir ihm auch. Dann sollte das passen. Eine Brand, eine Rauch und eine Explosivflasche haben wir dann. So, Barry, kommst du klar da draußen? Rennt halt immer noch gegen die Wand. Hä? Was? Oh, nö. Vor allem, hier zieht's doch wie Hechtsuppe, oder? Das kleine Kind, die friert sich doch hier in Ast. Barry, there's something right there. I don't know what you're seeing, but point me at it. Mm-hmm. It's getting closer. Oh nein. Oh nee, was ist denn das? Sag mal.
Alter Schwede. Ah, was bist du denn? Invisible monsters. Oh, that's gonna be fun. Ja, das wird super spaßig. Ich glaube, die kenne ich schon aus dem Raid-Modus, die Viecher. Super spaßig sind die, ja, ja. Ach, guck mal. Ja, ich weiß. Ein Rubin, sehr gut. Die liegen einfach mal so rum hier. Aha. Bam, noch ein Toter. Tagebuch eines Reisenden, 11. Oktober 2008. Ich habe diese kleine Insel in einem angestaubten alten Buch entdeckt und sie ist auf keiner Karte oder sowas verzeichnet. Da habe ich mir doch gedacht, cool, die Gelegenheit für ein Abenteuer... Warte mal. Das hatten wir schon gelesen mit dem Helikopter. Ja, das hatten wir schon. Okay. Das ist hier in dem Fischerdorf, wo Claire ja auch schon mal war. Was ist schon wieder X? Ach da. Aha, ich traue jetzt gar nichts mehr. Wenn ich Geräusche höre, dann gehe ich sofort in Deckung. Ja, wie gesagt, das Fischerdorf kennen wir schon. Mit Claire. Und Bums. Ah, die gebe ich dir gleich, Barry. Die kriegst du gleich. Ist gar nichts, ne? Bei Claire war hier auf, glaube ich. Blubbles, meine Blubbles. Das ist ja alles viel später, ne? Ein paar Monate, glaube ich, später. Als der Zeitpunkt, an dem Claire hier war. Mit Moira. Habt ihr, glaube ich, gesagt, oder? Aber wie soll so ein kleines Mädchen hier alleine überleben? Bums. Ja, so geht das hier, ne? Einfach mal die Tretminen entschärfen. Die Hundehäufchen. Ist da noch was? Ne? Hier muss doch noch was sein, Mensch. Noch was blinken? Eigentlich reicht's ja auch. Ich habe schon so viel Munition wieder, glaube ich. Oh, oh. Ich höre es wieder flattern, Leute. The monster isn't looking this way. Haha. Einfach mit der Magnum draufgezwiebelt. So muss das. Ich wette, da komme ich nicht weiter hier, oder? Ah. Bam. Na. Bam. Lass mich raten, die Tür ist verriegelt, ne? Ja. Bringt ja auch nichts. Da ist ja kein Helikopter mehr. Haha, der ist ja kaputt. Haben wir alles mitbekommen, leider. Mhm. Nee. Aber hier könnte es noch reingehen, oder? Nee, sofern ich da reinkommen würde. Oh Mann. Warum kommen jetzt unsichtbare Gegner? Ich finde das nicht gut. Ich finde das gar nicht gut. Ja, ich gehe gleich mal in die Upgrade-Station da rein. Ich habe hier noch einen Kasten. Oh, aber da ist noch eine Kiste. Eine Kiste. Oh, 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 oh. Ist gut. Ja, na gut, das war knapp, aber es ging. Warte, 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 warte. Ja, okay, war knapp, aber auch das ging. Und letzte. Ja, super. Beim ersten Versuch. Und Upgrade. Eine seltene... Oh, eine seltene Box. Da müssen wir gleich mal gucken. Beim Raid-Modus gibt es auch seltene Boxen. Aber die fallen dann weitaus geringer aus vom Bonus, glaube ich. Also die sind nicht so gut. Noch mehr Zeug, guck mal. Somebody really trashed this place. What the hell happened? Ja, wer war das wohl? Wer hat hier alles kaputt gemacht? Alles kaputt. So, Barry, du bist dran. Papa Barry. So, Rückstoß, Stufe 1. Betäuben, Stufe 1. Brauchen wir alles nicht, oder? Außer für die Samurai Edge. Aha. Gut. Anti-Rückstoß, was ist die? Für die Magnum vielleicht ganz gut? Ja, bedeutend wenig Rückstoß. Das sage ich hier. Hier sieht man eigentlich die Werte so ganz schlecht. Und deswegen ist das schon ganz cool, aber... So, alles übergeben.
Explosive Flasche. Wunderbar, Barry. Jetzt haben wir doch wieder. Die ist voll. Cool. Ist da oben vielleicht noch was? Ja, haben wir halt alles schon mal abgeklappert, aber es ist auch irgendwie alles wieder ein bisschen anders, ne? Geben. Dankeschön. Ja, die Zweitcharaktere brauchen halt keine Heilung, ist einfach so. Die heilen sich ja von selbst. Ekelhaftes Vieh. Hab's doch, ja, da sind sie. Ist ja noch gewusst im Hinterkopf. Hier ist nichts mehr, oder? Da komme ich wieder nur zurück. Ja, okay. Bah, diese blöden Viecher. Guck mal, wie die schon aussehen, die Gesichter von denen. Wie so ein SM-Püppchen. Oh, daneben. Habe ich schon gesehen. Platz, Platz. Voll lecker. So. Nehmen wir den wieder mit. Mein Steinchen. Mein einziger Freund. Okay. Ist hier nichts mehr. Dachte eben, das wäre ein Stolperdraht. Ganz kurz. Oh, oh. Kann ich den betäuben eigentlich mit dem Stein? Ja, ja. Oh, nö. Ach komm, ich treff's halt nicht. Dreckvieh, an die habe ich meine ganze Magnum verballert. Was fällt denn dir ein? Ist da unten vielleicht noch was versteckt? Vielleicht ein bisschen neue Magnum-Munition, die ich jetzt verschossen habe. Nein. Das ist schade. Oh, was? Ah. Da kann ich mich hochziehen, oder wie? Oh, tatsächlich. Warum auch immer, weil hier geht's hier nirgendwo hin. Ja, cool. Oh, tut mir leid, bin ich dir auf den Kopf gesprungen, Barry. Das war keine Absicht. Nope. Vielleicht da drin noch. Was Neues aufgetaucht, was Blinkendes. Ne. Die Kiste haben wir schon. Ja, ich habe wohl auch eine Kiste übersehen. Heieiei. Habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, das war's jetzt aber. Muss ich da auch übers Dach gehen, oder? Mein Stein ist weg. Oh ne, das geht ja gar nicht mehr. Da ist noch ein Stein. Mein Stein. So. Ich finde das voll cool, dass sie so einen Ziegelstein rumtragen kann. So. Kommen wir jetzt hier durch eigentlich? Ach so, mit ihnen komme ich da durch, oder was? Ist ja lustig. Und sie hat den Stein nicht mehr. Oh Mann. Blinkt was? Auch nicht. Da ist ein Stein. Yay! Ich freue mich immer voll auf die Steine. Ja. Moira might have been here too. Ja, sie ist auf jeden Fall definitiv hier lang gekommen, sagen wir es mal so, Barry. Oh Gott, ist das hier düster. Ich glaube, ich muss. Hat Barry nicht eine Taschenlampe? So. Oh oh. Ne? Hast du gewusst, dass da was ist? Oh Gott. Blauer Hund. War das nur der eine Hund? Sieht mir nicht danach aus, oder? Also als wäre hier mehr, meine ich. Oh oh. Oh. Alter Schwede. Au. Penner. Gesichter. Au. Nö. Das ist fies. Ja, okay, es sind Schweine, habt ihr gesagt, ne?
Oh, halt dich mal bitte. Kannst du mal aufhören? Schweinebär. Oh, oh! Schweinebär! Warum sind die auch so schnell? Sag mal, jetzt reicht's aber. Die Dreckviecher, die sind echt schnell. Da rennen die mal die ganze Zeit um mich rum. Kann ich eigentlich was verteilen? Warte mal. Ja. Nee, kann ich nicht. Geht wohl nur am Kapitelende, immer. Stimmt. Habe ich ja schon mal festgestellt, ne? Ach, Mann. Hätte ich lieber doch die Kleine genommen, dann hätte ich gesehen, was da kommt. Hätte ich sofort die ganzen Wölkchen da um die Ecke wetzen sehen. Oh, Mann. Oh, ja, doch eine Lampe. Sehr gut, Barry. Hast ja früh dran gedacht. Okay. Here comes the rain. Are you gonna be warm enough? I'll be all right. Ja, es, im Regen ist schön warm, Barry. Where are your mom and dad? They died in Terra Grigia. Oh. You were there when the city went down? I'm sorry. None of this could have been easy. You're a tough girl. Thanks. Oh, wie süß. Danke. It's on people like me to protect people like you from bioterrorists. We shouldn't have let you down. So where'd you go? Terra Safe put me in a home. A facility. I'm sorry, Natalia. I won't ask any more questions. Oh, ist echt schade. Armes Kind. Ganz schön tapfer, muss ich sagen. Aber irgendwas scheint mit ihr ja zu sein. Sie hat irgendeine besondere Fähigkeit. Sie kann dem Virus, glaube ich, so ein bisschen widerstehen. Na, ich bin mal jetzt auf alles vorbereitet. Glänzt was? Nö. Da glänzt gar nichts. Eine Flasche. Hm. Sonst nichts? Oh. Auch Pulver. Nee, das hebe ich mir mal auf. Ich finde, glaube ich, die Rauchflaschen gar nicht so toll. Ja, vielleicht hätte ich mal eine bauen sollen für die Hunde. Aber ist jetzt auch egal, komm. What's wrong? Oh, I've been waiting for you. Nothing. Can we go? Oh, Mann. Von da oben irgendwo, ne? Ekelhaft. Ach, das ist ja alles... Das sind wieder die mit den Dingern an den Armen, ne? Wunderschön. Da muss ich genau die Stelle treffen. Das ist der Arm. Achso, die... Oh doch, das ist auf. Verdammt. Aufpassen. Aufpassen. Nicht so schnell machen. Da kommen wir wohl nicht hinterher. Oh oh. Komm weg, Barry. Der rechte Arm. Okay, ganz leise. Dann erwische ich ihn von hinten. Den Bustel am Rücken. Oh, da ist noch einer. Ich bin bescheuert, oder was? Hat's am Bein. Am linken Bein. Na, fluch doch nicht so viel. Ist ein kleines Mädchen dabei, weißt du, ne? Haben wir irgendwas zum Abballern hier? Irgendwas? Nope. So, jetzt kann ich ja ganz kurz nochmal schauen. Aber ich glaube, hier war echt nichts mehr, ne? Nichts Leuchtendes. Nichts zum Aufsammeln. Nope. Na gut, liebe Leute, für den Part soll es mal reichen wieder. Bevor wir weiter in die Tiefen dieser Anlage eindringen und vielleicht irgendwann mal rausfinden, was in dem Turm los ist, werde ich ein Päuschen machen, würde mich über Liebe und Kommentare freuen und wir sehen uns wieder zu Resident Evil Revelations Teil 2.